verstanden. Eine Geldfalle. Bowlingkugeln statt einen Fußball. Also, ich habe explodierende Knoblauchbälle. Hast du diese Dinge schon mal gesehen? Schau, du nimmst dir. Du kannst sogar ein paar nehmen. Okay, Leute, lass mich jetzt erzählen, was hier los ist. I4 Productions hat uns für 24 Stunden in dieses Haus gesteckt. Und sie sagten, sie würden uns einen Babysitter schicken, wenn wir uns schlecht benehmen. Ein Babysitter für uns? Wir sind doch große Jungs. Können wir nicht unseren eigenen Brei kochen? Also haben wir uns beschlossen, mit den Jungs einen Fallplan zu machen. Wir werden den Babysitter einen harten Streich spielen, damit sie weint, ausflippt und nach Hause geht. Nun, wir hatten eine schöne, ruhige Pause. Nun, die Babysitterin ist auf dem Weg und los. Wünscht uns Glück. Alles bereit? Sehr schön. Hallo alle zusammen. Ich bin hier. So ein Typ. Vielleicht ist es ja der Lieferbote. Wer auch immer. Schauen wir mal, wie der Streich funktioniert. Oh, Geld. Bist du sicher, dass du geladen hast? Ja. Wie hat er es denn genommen? Ich weiß es nicht. Hey, gib her. Komm schon. Was für ein schwerer Ball. Den hält nichts aus. Also gut, Glenn, los geht's. Ja klar, los geht's. Willkommen! Also gut, Jungs, das reicht. Hallo zusammen, ich bin euer Babysitter. Was? Du? Ja, ich wurde von A4 Productions heute angeheuert, um auf euch aufzupassen. Ich habe Lebensmittel gekauft. Bringen Sie in die Küche und ich wasche mir die Hände, okay? Ja. So ein großer Mann. Leute, ich bin schockiert. Ich glaube, A4 Productions hat den unerschütterlichen Babysitter eingestellt. Nun, Leute, ich schlage vor, sie zu empören. Ich schlage eine Challenge vor. Derjenige, der die Babysitter zuerst ärgert und bestraft wird, bekommt 1000 Euro. Leute, für Geld verärgern? Ich bitte dich. Aber warte, was ist, wenn wir ihn verärgern und er uns schlägt? Du kannst es für 1000 Euro machen. Einverstanden. Also, A4 Productions und Nanny, ihr wisst noch nicht, mit wem ihr euch anlegt. Los geht's. Ja, Leute. Und wenn wir seine Schuhe in den Boden kriegen? Nein, wir müssen härter vorgehen. Oh, ich habe eine Idee. Was? Was hast du getan? Was ist los, ey? Jungs, was soll die ganze Aufregung? Was ist mit dem Glas passiert? Ich habe das Glas zerbrochen. Nein, ich weiß. Nein, das war ich. Ich weiß. Nein, ich weiß. Mach Hallo. Es nicht. Hallo. Ich habe das Glas zerbrochen. Du hast gar nichts kaputt gemacht. Ich habe es zerbrochen. Ich habe es genommen und... Jungs, alles ist in Ordnung. Kein Problem. Ich räume alles auf. Oh Mann, Sergej, du bist so ein Tollpatsche. Nur ich auch. Ich auch. Es wird nicht kaputt gehen. Aus Plastik, glaube ich. Vlad, was für ein hartnäckiger Junge. Das ist in Ordnung. Das ist eine sehr gute Eigenschaft für einen Mann. Jungs, macht weiter. Ich räume gleich auf und bin in einer Minute da. Weil in einem Flugzeug alles vom Propeller abhängt. Was war das? Wahrscheinlich nichts. Leute, schaut mal her. Das ist Lebensmittelfarbe. Gleich wird er einen guten Putz haben. Schaut her. Das ist sehr hart. Die 1000 Dollar gehören mir. Es passt. Jungs, Leute, kommt bitte her! Was ist los? Was ist denn los? Schaut, was ist das? Ich weiß es nicht. Das ist doch echte Kunst! Ja, es ist sehr schön. Mann, das ist so schön. Ich werde wahrscheinlich alle Fenster so machen. Nun, ich denke, wir werden dann mal gehen. Ja, viel Spaß. Ey, der Typ ist ja immer so... Okay, Leute, von jetzt an ist jeder auf sich allein gestellt. Lasst uns die Köpfe anziehen. Erinnert euch an die hartesten Pranks. Es ist ein Kampf um 1000 Euro. Seid ihr bereit? Ja. Na dann, los geht's. Ach, also anscheinend putzt unser Babysitter wirklich gerne. Also habe ich einen Putzstreich für ihn vorbereitet. Oh, Kabikov. Du hast beschlossen, den Müll wegzuräumen. Gut gemacht. Schließlich ist Müll sammeln. Sehr schwierig. Ich bin stolz auf dich. Das machst du gut. Danke. Putzen ist sehr harte Arbeit. Mal
sehen, wie er damit zurechtkommt. Babysitter, ich habe den Müll rausgebracht. Kobikow, das war sehr schnell. Lass mich dir helfen. Hier, bitte sehr. Das verstehe ich nicht. Mit einer Hand? Eine Art Cyborg. Also während der Babysitter draußen etwas macht, habe ich einen tollen Streich für ihn. Ich will in den Mülleimer steigen und mich drin verstecken. Und wenn er Müll rausbringt, mache ich Peng. Und ich werde ihn richtig erschrecken. Und das übliche Erschrecken bringt die Emotionen in den Menschen zum Vorschein. Dreckiger Job, aber $1000? Also stinkt hier schon, aber ich mache es einfach. Ich denke, er kommt bald. Lange werde ich hier nicht sitzen können. Was ist das? Schneit es? Was ist das denn für ein Idiot, der eine Hand in den Müll geworfen hat? Die ist ja fast neu. Oh mein Gott, wir müssen was Kaltes drauflegen. Oh. Egal. Opa! Ich weiß einen tollen Streich mit einer Flasche. Das machen wir mit Wasser. Die Flasche ist voll. Nimm eine Münze, wirf sie hinein. Das war's. Opa, die Münze ist drin. Wir nehmen das Etikett ab, damit wir besser sehen können. Mach's zu und los geht's. Los. Entschuldigen Sie bitte. Ja, Sidgi. Ich sehe schlecht. Ich verstehe nicht. Ist da eine Münze drin oder bin das nur ich? Kannst du es dir ansehen? Lass mich mal schauen. Verzeihung, meine Hand zuckt. Das liegt daran, dass du so ein Lauch bist. Ist schon gut, ich war auch mal so dünn und meine Hände waren auch schwach. Du solltest ins Fitnessstudio gehen, du solltest trainieren, fit werden. Kümmere dich um deinen Körper. Ach, scheiße, er ist unzerbrechlich. Leute, wir werden schon sehen, wie ein Weicher ist. Das war's, ich hab gewonnen. Leute, ich bin ein Genie. Seht euch das an. Psst. Das ist ein Eisweißglas, unser Sportglas. Natürlich, Sie können doch nicht ohne dieses Ding leben. Sie müssen dieses Ding dreimal am Tag essen. Du verstehst schon, wir sind dabei, eine kleine Änderung vorzunehmen. Wo würde ich das tun? Ich glaube, er wird noch stinksauer sein. Und schüttet das Mehl hinein. Das wird ihn sicher wütend machen. Lass uns es zurückstellen. Macht nichts. Wir werden seine Schwachstelle finden. Jeder Mensch hat eine. Jeder hat eine Sache, die ihn wütend machen. Mich persönlich kostet es an, weißt du, wenn ein Video weniger als 1 Million Likes bekommt. Oh, ich bin so wütend. Ich möchte an diesem Tag nicht angesprochen werden. Aber ihr seid doch immer für mich da. Oh, Vlad, hi. Oh. Was machst du hier? Ich plaudiere mit meinen Anhängern. Was machst du denn? Ich hole mir nur etwas zu essen. Hast du übrigens schon mal Sporternährung ausprobiert? Habe ich. Es ist köstlich mit Banane, Schokolade. Das ist wie ein Milkshake, nur für Muskeln. Soll ich dir auch einen machen? Du gießt Wasser ein, nimmst einen Löffel und rührst es um. Und es schmeckt auch noch sehr gut. Und ist auch noch gesund. Es hat nie geklappt, oder? Mann, es ist abgelaufen. Und du bist überhaupt nicht verärgert? Naja, mach nichts. Ich wollte sowieso eine neue Geschmacksrichtung kaufen. Ich gehe jetzt und bestelle mir ein neues Glas. Willst du auch was? Nein, danke. Bis später. Der ist aber stark. Ist schon okay. Die größten Schränke sind laut. Ich werde einen wegfinden, ihn zu ärgern. Hey Babysitter, ja, zeig mir mal deine Muskelbehälter. Oh, schau mal meinen Bizeps an. Wow. Ist ja gut, ist ja gut. Aber ich habe viel größere Behälter. Schau mal. Och, Kabirkov, du musst an deinem Humor noch arbeiten. Aber mach nichts, ich lob dich. Und ich wette, du kannst deine Hände nicht in diese Gläser stecken. Das ist viel zu einfach. Schau zu. Lockig. Aber. So ist gut. Ja, und jetzt nimm sie raus. Kannst du mir damit helfen, bitte? Nee, ich hab noch was zu tun. Mit den Behältern kommst du alleine klar. Das war's. Viel Glück. Kabirkov, wohin gehst du? Hilf mir doch. Ich hab keinen Verstand, oder? Ja. Bin ich Kubikov? Nein. Dann bist du dran.
Bin ich am Leben? Wahrscheinlich nicht. Aha. Ich bin aus seinem Karton. Ich bin nicht rot. Ja. Ich bin Lightning McQueen. Ja. Oh. Ich hab noch einen letzten Versuch. Trage ich Kleider? Nein, Glenn, du bist ein Trottel. Was soll das denn heißen, Dummer? Bei dir steht dumm auf Stirn geschrieben. Ah, Mann, das ist eine Idee für den nächsten Streich. Hau raus. Warum gehen wir nicht rüber zu diesem Babysitter und geben mir den Namen Dumpfbacke? Nur von hinten. Jeder mag das nicht, beschimpft zu werden. Lass uns gehen. Los geht's. Bei ihm klebt etwas auf den Rücken. Mhm, jawohl. Das ist ein Stück Papier. Wo? Es ist fast da. Noch ein bisschen höher. Noch höher. Also Jungs, in 3 Minuten treffe ich euch auf der Couch. Wir haben ein ernstes Gespräch zu führen. Okay. Das war's. Ich hab gewonnen. Er wird jetzt kommen mit mir schimpfen. Wir haben gewonnen. Ich war der Letzte, den gestochen hat. Und wir haben's doch zusammen gemacht. Wir teilen die Kohle. Der Letzte drin war, ist Papa. Also Jungs, denkt ihr, das ist lustig, oder was? Ja. Ja. Das ist sehr lustig. Das ist aber nicht lustig, ey. Genau, es ist überhaupt nicht lustig. Es ist nicht kreativ. Wer nennt sich denn überhaupt so? Was ein Schwachsinn. Du willst uns noch lehren, uns Spitznamen auszudenken. Ja, komm, wir fangen mit dir an. Lass uns die Situation im Detail analysieren. Was hast du dazu zu sagen? Nun, bummelig, dünn, wie ein Splitter, wie tot. Ein Wurm. Er hat Würmer. Biber! Ja, genau, das gefällt mir. Ein Airbag. Ein Airbag im Auto. Das ist Rose von der Monster Corporation. Wazowski! Großartig, Biber. Großartig! Wirf noch ein paar drauf! Ha! Biber! Patrick! Bleistiftanspitze! Plastikanspitze! Was gibt es hier für Möglichkeiten? Hübsch! Barker! Glatzkopf! Blitzschnell! Oh. Genau, das ist schon um einiges besser. Ihr lernt so schnell. Lass uns ihm jetzt auch einen Spitznamen geben. Haha, das ist einfach eine Garderobe. Ebersau. Glatzkopf. Gorilla. Ziegelstein. Leute, das reicht. Genügt des Guten. Geht die Hände waschen und kommt zum Abendessen. Ich habe eine Idee, wie wir ihn ärgern können. Okay. Lass uns nicht die Hände waschen. Bist du blöd? Wir machen es nur noch schlimmer für uns. Geht uns die Hände waschen. Leute, das Mittagessen kommt gleich. Das heißt, ich habe die Gelegenheit, mir einen Mittagsstreich auszudenken. Wie ihr sehen könnt, habe ich beschlossen, auf dem Tisch ein bisschen zu filetieren. Wie ein bisschen, ja, fast alles davon. Ein bisschen mehr noch. Nun, ich werde ein weißes Tischtuch drüberlegen und sehen, was passiert. Ruhig, Kalbikow. Ich habe schon alles vorbereitet. Gleich kommt meine Spezialität. Ente aus dem Backofen. Schneller. Übrigens, Jungs, da wartet etwas sehr Interessantes auf uns. Ich habe etwas vorbereitet. Jungs, ganz heiß und dampfig. Komm schon, in die Mitte des Tisches. Was sollen wir denn jetzt essen? Wie schade, ich hab dein Lieblingsgericht verdorben. Jungs, alles ist in Ordnung, alles ist in Ordnung. Hier, nehmt meine Karte und ihr könnt euch bestellen alles, was ihr möchtet. Mir eine Diätpizza und ich räume alles auf. Okay. Leute, die Karte ist unsere Chance. Eigentlich können wir alles bestellen. Seid nicht kleinlich. Lasst uns loslegen. Kommt, Alter, was brauchst du? Wir nehmen 2 Cola. Nein, warte, gib mir 4. Eine Kiste Cola. Und eine Pizza. Nein, besser 2 Pizzen, ja. Oh, warte, lass uns 30 Pizzen bestellen. 30 Pizzen? Warum nicht? Ah, okay. Und da ist dann noch diese Flamingo riesige Rosa. Ist der echt oder was? Nein, er ist aufblasbar. Was für eine Idee. Also so weiter. Trotzdem ist es zu beschneiden. Vielleicht kaufen wir Tickets nach Bali. Ja, Bali. Ja. Für Anfang nächstes Jahres. Okay. Komm schon, für 4 Personen. Ja. Also, das alles? Oh, hast du es gekauft? Gekauft. Cool. Das wird ihn bestimmt richtig böse machen. Ganz genau. Ja. Jo, Alter. Alter. Dumme Shelly. Linker. Spring. Oh, ich glaube, die Pizza ist da. Gleich gehen wir essen. Oh, übrigens, ich werte mich euch um 100 Euro, dass er das nicht mehr austragen wird. Oh. Wow, wer hat denn so einen Appetit? Kalbikow, ich wette, das bist du, oder? Nee, das ist nicht meiner. Meiner ist noch nicht da. Das muss von Kalbikow sein. Oh, lass mich mal nachschauen. Irgendwie zeigt er überhaupt keine Reaktion. Oh. Wow, Kalbikow, ist das deins? Nein, das ist auch nicht meins. Wahrscheinlich hätte es jemand aus Versehen bestellt. Egal, mach nichts. Verdammt, das muss teuer sein. Aber dafür ist es ja schön. Lass es hier bleiben.
Oh, noch etwas. Ich frage mich, was da drin ist. Ich habe schon vergessen, was wir bestellt haben. Oh Mann, bei mir gehen schon langsam gleich die Pferde einfach durch. Oh, schau mal, Glenn. Ist zwar kein Pferd, aber dafür ein Bär. Das muss deine sein, oder? Ja, klar. Stell ihn dahin. Mann, ist das nervig. Er ist ja einfach unzerbrechlich. Mhm. Wow, das ist eine Menge Cola, die du bestellt hast. Das war ich. Ich liebe auch sehr Cola. Mann, verstehst du das nicht? Wir haben tatsächlich dein ganzes Kartengeld ausgesehen. Bist du blöd oder was? Wieso verstehst du das denn nicht? Ach, kommt schon. Geld kommt und geht. Aber die Gefühle bleiben für den Rest des Lebens. Jungs, lasst uns endlich essen gehen. Ja. Das ist sehr hart. Also Leute, ich glaube, unser großer Typ braucht einen Nervenkitzel. Ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Also gut, ich habe da drin etwas Tabasco und scharfen Pfeffer gesehen. Machen wir mal eine höhlische Pizza, die mit Sicherheit verbrennen wird. Leute, hier ist es. Nehmt mal hier. Wow, fühl sich alles drauf. Ruhig, nicht übertreiben. Oh, der lässt es schlüpfen. Los, Herr Babysitter, deine Diätpizza wird kalt. Geh essen, mein Freund. Oh, wie rücksichtsvoll. Und mir wurde gesagt, du hast Probleme. Nein, ganz und gar nicht. Hier, bitteschön. Das ist meine Diätpizza. Natürlich. Jetzt probieren wir sie mal. Das ist das Essen, das ich mag. Schade, dass sie nicht scharf ist. Danke, Leute. Ich nehme mir eine mit und ihr ist hier, okay? Ja. Das ist unmöglich. Wie hat er das gemacht, Alter? Blödsinn. Hey, Git, ich bin voll, Leute. Ich wünschte, ich könnte jetzt ins Bett gehen, im Bett liegen, nichts tun. Zu faul zum Aufstehen, Alter. Ich hab keinen Bock mehr. Oh, komm, ihr Kopf, du bist immer so faul. Übrigens, Leute, schaut mal, ich habe ein Gimmick. Mein Bein! Warum schreist du? Was ist los? Was ist passiert? Mein ist etwas passiert? Ja. Ich habe ihn auch geschlagen. Nein, ich bin derjenige, der neben ihm sitzt. Ich habe ihn geschlagen. Nein, Sie lügen. Eigentlich wollte ich aufs Bett steigen. Bin aufgestanden und habe mir das Bein gestoßen, verdammte Scheiße. Ruhig, beruhig dich. Beweg dich nicht. Zeig es mir mal. Zeig mir, wo es weh tut. Genau hier. Hier, ja? Ja. Wow. Ganz ruhig. Das sind nur Reflexe. Alles ist in Ordnung. Komm her. Ich werde dich tragen. Du musst dich hinlegen. Oh, ist er eine Ratte, Mann. Hört mal, der Babysitter hat mir ein Babyfon dagelassen. Er hat mir gesagt, ich solle mich ruhig verhalten und ausruhen. Und wenn ich etwas brauche, werde ich das Walkie-Talkie benutzen. Ich habe mir schon einen Streich für ihn ausgedacht. Passt mal auf, was gleich passiert. Ja, was ich jetzt hier habe, Alter. Da werden die Ohren ganz schön laut werden. Herr Babysitter, können Sie mich hören? Kabikopf, ich kann dich nicht gut hören. Sprich lauter, bitte. Komm, mach dein Radio lauter und halt es an dein Ohr, Alter. So wird es besser sein, verstehst du? Warte eine Sekunde. Kabikopf, benutze dein Funkgerät wie vorgesehen. Roger. Okay, also hör mal, er ist mit dem Auto gekommen. Ja. Wenn wir etwas mit dem Auto machen. Und was? Wir machen die Räder platt, wir tauschen die Sitze aus. Da wird er erst recht nicht wegfahren, Mann. Verstehst du das nicht? Oh, die Jacke hängt auf dem Bügel. Lass uns die Superklebe drauf tun. Aber wieder, das merkt ihr ja nur erst, wenn er gehen wird. Wir müssen uns etwas einfallen, was interessant ist. Jungs, ich mache jetzt die Wäsche. Habt ihr schmutzige Sachen? Nein. Nein. Gut, dann gehe ich jetzt in die Waschküche und gehe eine halbe Stunde duschen. Also benehmt euch bitte, okay? Ich habe eine Idee. Ich auch. Ich muss da oben hin. Ich gehe in diese Richtung. Ich lauf weg. Also Leute, hört zu, hier ist meine Idee. Jetzt geht unser Babysitter duschen und ich will Haarfärbemittel in sein Shampoo reinmachen. Stellt euch das mal vor, er ist so ein großer, muskulöser, starker Typ mit rosa Haaren. Also wir haben nicht viel Zeit, los Leute. Ja, so, Seife, hier ist ein Shampoo. Oh, mehr, das ist genug. Ja, so. Leute, hier habe ich Jeansfarbe. Ich will das zum Waschen unseres Babysitters hinfügen. Denn es könnte es gar nicht leiden, wenn man sich in ihre Hausarbeit einmischt. Also, ich habe Rosa. Ich glaube nicht, dass er diese Farbe mag. Was?
was. Ich habe deine Haare gefärbt. Bestraf mich, los. Glint, warum sollte ich dich denn bestrafen? Ich danke dir. Ich wollte schon lange mein Image ändern und habe mich nie getraut. Und jetzt, Mann, das ist ein Meisterwerk. Danke dir. Herr Babysitter. Ist das etwa Kabikov? Herr Babysitter. Moment mal. Was? Sogar das hat nicht geklappt? Das nächste Mal muss ich ihm wohl eine Glatze rasieren. Kabikov, ich höre zu. Komm in mein Zimmer bitte, aber schnell. Ja, warte kurz. Ich zieh nur mein Hemd an und komm gleich. Was? Mein T-Shirt ist rosa? Naja, das ist sogar besser. Mit einer neuen Haarfarbe ein neues T-Shirt. Leute, ich habe mich an die 100% Option erinnert. Bisher hat noch niemand widerstehen können. Schaut mal, was ich hier habe, Alter. Das ist alles Lego. Stellt euch mal vor, was für eine Qual es ist, wenn man mit seinen Füßen drauf tritt. Da kann er sicher nicht widerstehen. Halte durch, Babysitter. Ich komme. Okay, noch mehr. So ist es gut. Jetzt müssen wir nur noch auf den Babysitter warten. Kabikov, du hast mich gerufen. Und was ist mit deinen Haaren? Das hier. Glint hat mir geholfen. Gefällt es dir? Ja. Du hast mich gerufen. Mein Bein tut weh. Kannst du mir etwas Bewegung geben? Es liegt ja, da. Kein Problem. Warte. Danke. Die hier. Aha. Hier bitte. Das war's? Ja, danke, danke. Das war's. Komm, ruh dich aus. Okay. Ciao. Was? Boah. So ein Mist. Naja, Alter, wenigstens läuft das jetzt hier. Entspann dich. Ja, was machst du denn da? Ich lese eine Zeitschrift hier. Ich habe vor kurzem auch eine Zeitschrift gelesen. Da ging es um solche Sportler, Schwarzenegger und solche starken Typen. Der hatte so einen fetten Bizeps, nicht so ein kleiner wie du, Mann. Richtig groß war die gewesen. Das gefällt mir nicht, was du mir da erzählst. Ja, echt, Mann. So einen großen Bizeps, nicht so klein wie das. Sergej, was ist das? Das ist es. Von jetzt an wirst du immer so gehen. Schau, es ist eine gute Zeit fürs Trainieren. Danke, Sergej. Kotz mich an. Ruhig, wie eine Boa-Konstriktor. Boah, seine Haare sind auch noch rosa. Wir müssen uns einen Plan einfallen lassen, bei dem alle gewinnen. Schau, da ist er. Es ist ihm komplett egal. Ich glaube, wir haben verloren. Nein, Leute, wir haben nicht verloren. Wir haben es noch nicht mal versucht. Wir haben es nicht versucht, ihn moralisch unter Druck zu setzen. So wie, du bist ein Trottel? Nein, ich habe hier eine Kakerlake, Alter. Oh, geh weg, Mann. Wir werden ihm die Kakerlake geben. Es wird ihn erschrecken und er wird die Beherrschung verlieren. Willst du diesen großen Kerl mit so einer kleinen Kakerlake erschrecken? Wie soll das denn gehen? Nur der Elefant hat Angst vor einer Maus. Nun ja, gute Idee. Lass uns versuchen. Ihn ablenken hier, ja? Es gibt keine andere Möglichkeit. Hallöchen. Wir sind hungrig und durstig und wollen essen und spielen und gelangweilt sind wir auch noch. Langweilig? Ich kann dir einen Trick erzählen oder zeigen. Schau zu. Duru. Geklammert. Oh. Was ist das? Was ist das? Ah. 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 Oh. Ich hasse Kakerlaken. Das war's aber. Kommt her, Jungs. Nein, nicht. Ah. Schick, oder? Wurm? Hast du Hunger? Halt! Ja, nein, ich war das nicht, ich hab damit nichts zu tun! Komm her, mein Freund! Das Abendessen ist serviert! Hast du die Münze gefunden? Nein! Such noch einmal! Ruhig! Komm her! Und was, Lektion gelernt? Ja. Warum hast du dich vorher gehalten? Weil A4 Productions mir $1000 versprochen hat, wenn ich es schaffe, 24 Stunden mit euch aufzuhalten. Aber irgendwie hat es nicht geklappt. Ich verstehe. Du hast verloren. Nein, wir werden jetzt einen Deal machen, dass ihr still sein werdet oder wir werden noch 24 Stunden verbringen. Na, Kleiner? Bist du bereit? Ich? Natürlich bin ich bereit. Hallo zusammen, mein Name ist Vlad4, gelernt und willkommen zum neuen Video. Gut, erzähl mal. Ich habe Vlad herausgefordert und dafür habe ich die undurchdringlichste Kiste der ganzen Welt geschafft. Was der Clown getan hat,
Was ich getan habe, ist ein neues Level. Und du willst, dass ich aus dieser Kiste rauskomme? Ich habe mit unserem Produktionsteam so eine undurchdringliche Kiste geschaffen wie in Minecraft. Du schlägst drauf und sie zerbricht niemals. Da wirst du niemals rauskommen. Nun, da du zusammen mit der A4 Production eine stoßfeste Kiste gemacht hast, dann werde ich mich auch an die Hilfe eines kleinen Manns wenden. Also Leute, der stärkste Mann der Welt. Starker Atom, willkommen! Hey, geht beiseite! Oh, schaut euch diese Arme an! Ja, Mann, ich bin der Beste! So groß wie mein Kopf! Ja, der Allerstärkste! Also du, ihr kommt da niemals raus. Was sagst du? Viel Glück wünsche ich euch. Das habe ich gesagt. Was hast du gesagt, Probiert es erstmal aus. Ja, wir werden es versuchen. Okay, beruhigt euch erstmal. Werft erstmal einen Blick auf meine Kiste und dann entscheidet, ob ihr es schafft oder nicht. Trifft mein kleines Baby. Die A4 Produktion und ich bauten diese Kisten mehrere Tage lang. Diese Box hat ganze 6 undurchdringliche Schichten. Diese Kiste wiegt ungefähr 2 Tonnen. Und schaut euch mal die Dicke dieser Mauer an. Ich habe so viel Vertrauen in diesen Kiste, dass ich sogar bereit bin, mit Vlad auf 1.000 Euro zu wetten, dass er hier nicht herauskommen wird. Wir nehmen deine Challenge an und wetten um 1.000 Euro, dass wir hier rauskommen werden. Probiert es aus. Deine Kiste macht mir überhaupt nichts. Also, um deinen Eifer zu bremsen, werde ich dir zeigen, was dieser Mann fähig ist. Ohne Probleme. Ich hab's verstanden. Komm schon, mach dir keine Sorgen. Wenn ich eine Woche ins Fitnessstudio gehe, werde ich dann genauso aussehen. Sehr traurig. Also wir müssen mal schauen, was bei uns auf der Decke ist. Ich sehe da keinen Staub. Das ist sehr leicht. Vielleicht gehen wir so spazieren oder so. Auf die Straße. Okay, vielleicht habt ihr eine kleine Chance. Aber die Kiste ist dennoch sehr stark. Nun sollen wir reinklettern. Auf geht's. Leute, so eine Kiste haben wir noch nie gebaut. So eine Kiste kostet 3.500 Euro. Diese Kiste hat einen Wert von 3 ganzen iPhones. Ich weiß nicht einmal, wie Vlad darauf reagieren wird. Ich habe so eine große Verantwortung übernommen. Und im Moment gibt es meiner Meinung nach solch keine Videos auf YouTube. Dieses Video verdient so eure Likes mehr als alles andere. Also liked es. Ich hoffe, es gibt viele Likes. Vlad wird das sehen und verstehen, dass ich nicht einfach so 3.500 Euro ausgegeben habe. Also von deinem Like hängt jetzt sehr, sehr viel ab. Also geh runter und like alles. Also, wie gefällt dir dein neues Zuhause? Bisher sieht es aus wie eine Art Kindergarten. Als ob du gerade 1.000 Euro einfach geschenkt hättest. Eine Art weite Beschichtung, eine Art Showbühne. Mal sehen, was wir unter der ersten Schicht haben. Also? Du machst es wie ein Kind, ey! Alles stärker! So! So macht das Papa! Okay, was sehen wir hier? Wir sehen eine dichte Schiffeschicht. Das war nur eine Außenhülle. Weiter wird's richtig hart werden. Und ihr müsst denken, wie ihr hier rauskommt. Also, unsere Mitglieder haben sich bereits eingelebt und es ist an der Zeit, ihnen meine Spielregeln zu erklären. Also, ich habe hier so ein Glücksrad und davon gibt es eine Reihe von Tools, die ihr bekommen könnt. Und von Runde zu Runde wechselt das Werkzeug und ihr bekommt eine Chance, dieses Werkzeug 5 Minuten lang zu benutzen. In dieser Zeit müsst ihr schaffen, damit die Wand anzubrechen. Wenn ihr es nicht schafft, die Wand anzubrechen, dann rüber das Rad noch einmal. Das war so einfach, Glenn. So einfach ist das nicht. Ich hab dir doch nicht von meiner Überraschung erzählt. Kakerlaken. Es scheint, dass Glenn beschlossen hat, sich für alle Challenges an uns zu rächen. Aber ich habe mich vorbereitet. Also, genug geredet, auf zur Tat. Drehen wir das Rad, machen die Wand kaputt. Und los geht's. Ich denke, Schiffer, ich kann es auch im Grunde mit meinem Fuß brechen. Handschuhe. Nun ganz okay, um Schiffe zu zerbrechen und die Hände nicht zu verlassen. Komm, nimm's. Geil. Ja, die sind für die Kanalisation. Schau, wenn wir hier raussteigen, werden wir sprechen. Ja, wir reden später mit dir. Mit dem musst du ja auch. Wir teilen das Geld ja, die 1000 Euro. Also du wärst sehr, sehr motiviert. Okay. Nun, ich werde sehr gerne meinen ersten Schlag machen mit was? Mit was? Weißt du was? Mit diesem rechten Bein, weil es sehr stark ist. Man macht's einfach rund. Hast du unseren Zuschauern gezeigt, wie man treten muss, oder was? Was soll das?
Es gab einfach keinen Platz zum Schlagen. Und eins und zwei und... Ich habe eine Idee, Vlad. Vielleicht nimmt dich der starke Mann und schlägt ihn mit dem Kopf gegen die Wand. Und wenn du mich zerknüllst, bekommst du einen Papierknaul. Ich bin ja Papier. Ich werde mich aufrichten und werde mich wie ein Rambock nehmen. Also, eure Zeit läuft. Los geht's, mach mal was. Versuch uns also mit deinem Rambock. Auf geht's! Also komm, machen wir es fertig und auf so. Geht's. Yeah, mach es! Also, halt. Puh, schau, es hat funktioniert. Oh, jawohl. Das nenne ich also Teamarbeit. Also, jetzt lass mich's versuchen. Okay, die erste Schicht ist abgesprallt. Was kommt weiter? Polyurethanschaum, ist das alles, was du kennst? Mach mal weiter. Das Werkzeug ist nicht sehr effektiv, also nimm es und ich warte jetzt auf das nächste Werkzeug. Oh, du musst sie mir nicht zurückgeben. Also, starker Mann, dreh mal dran. Oh, eine Peitsche. Ich hoffe, das ist eine aus einer Art Metall, das alles auf seinen Weg zerbricht. Wie gefällt dir das Werkzeug? Oh, hab ich schon mal benutzt. Kurz gesagt würde ich mich jetzt lieber hier stellen, weil die Ausbreitung der Peitsche unvorsehbar sein kann. Komm schon, ich mach dich fertig. Ich sehe nicht, dass der Schiffer sich zerbricht. Und wie wär's, wenn du so wie Schlangenringe so umwickelst und... Und dann zuschlagen, lass mal versuchen. Komm schon, komm, ja, so langsam. Also, ich hätte niemals im Leben gedacht, dass meine Peitsche so anwenden kann. Ja, damit ist alles klar. Nimm es, verlier's nicht. Okay. Und... Ein Hockeyschläger, das ist voll okay. Ein Hockeyschläger ist bombastisch. Man kann es wie einen Hebelarm benutzen. Oh, hier kann man so sorgfältig das so machen. Schau, Tropfen, so, Punkt. Und was ist das für eine Schicht? Man kann es vielleicht mit dem Schläger durchschlagen. Hey. 5 Minuten sind vergangen. Komm, du gibst es mir wieder her. Los. Also, und jetzt dreht Atomprotein auf. Und, Morgenstern? Morgenstern? Leute, ich verstehe, was es bedeutet. Schau, das ist ein Morgenstern. Ich erinnere mich an dieses Video aus mittelalterlichen Videos. Dieses Ding ist der Hammer. Komm her mal, oder? Und natürlich Safety for Safety. Vergesst die Sicherheitsbrille nicht. Danke. Lammel, fürs Porter! Ja, auf geht's! Nun, Brentik, wir kommen hier raus. Also, ich habe dem Glücksrad ein kleines Update gegeben, bevor bei euch hier eine Schaumparty anfängt. Ja, die Party wäre cool, wenn der Schaum nicht Polyurethan wäre. Also, dreh das Rad und bekomm den Gegenstand, den du dir verdient hast. Oh, Leute, jetzt bin ich dran. Also, ich frage mich, was ich bekomme. Ein Aufsatz an den Gruber. Das ist etwas, das ich... Ah ja, ich erinnere mich dran, ich bring's gleich. Also, ihr seid zwei Maschinen und hier ist was für eine harte Maschine. Solche seltsame Werkzeuge hatten wir in unseren Challenges noch nie. Wahrscheinlich werde ich so versuchen, so etwas zu machen. Du schlägst, als wärst du ein Mädchen. Komm schon, wie ein Mann. Auf geht's. Komm schon. Ich bin irgendwie an eine neue Schicht gekommen. Da ist irgendwie Pappe. Leute, aus irgendwelchem Grund kommt aus diesem Loch was Kaltes. Gibt da Eis drin? Du wirst leben und es herausfinden. So, stopp. Die Zeit ist abgelaufen. Gib's wieder zurück. Komm, gib's her. Und dann machen wir weiter. Hey, Kleiner, bring das Glücksrad. Kleiner. Auf geht's. Also, ein Pfaffenwende mit Zen. Nicht schlecht. Ich weiß nicht mal, wie viel Kraft du benötigen wirst, damit dir dieses Werkzeug überhaupt hilft. Aber aus irgendeinem Grund denke ich, du bist ein starker Mann. Lass es mal versuchen! Oh. Oh Mann, mir gefällt das nicht. Er macht das sehr selbstsicher. Schaut, was dann als nächstes kommt. Ketten, Beton. Und da gibt's noch was anderes hinter dem Beton. Hör zu, Glenn, können wir vielleicht einen anstatt Kubikov mitnehmen? Was? Und über wen? Wir sollen es da lustig machen? Über ihn etwa? Nun ja, wenn wir ihn verspotten, wird er uns dafür verprügeln. Hör zu, wo ist Kubikov eigentlich? Ich weiß nicht, ich wollte irgendwie nicht fragen. Ich weiß nicht, er ist irgendwo verschwunden. Ach komm, mach dir keine Sorgen. Ich denke, es fällt niemanden auf, dass er weg ist. Nun, noch mehr. Niemand hat in die Kommentare geschrieben, wo ist Kubikov? Also ist es egal. Also natürlich egal. Nun, ist okay. Ihr habt euch viel zu früh gefreut, denn es wird weiter immer und immer schwieriger werden. Das sind Ketten, die man nicht brechen kann. Auch der starke Mann nicht. Also dreht jetzt endlich. Ja,
Und bitte keine Kakerlaken. Ich habe einen Kater bekommen. Hm, damit hast du gar noch Glück gehabt. Kater, hör zu, ist wahrscheinlich eine Art riesige, scharfe Säge, die diese Ketten jetzt durchtrennt und wir werden ruhig aussteigen. Was ist das, ein Kater? Nein, das ist für dieses Kältespray. Riese, kein Kater. Du hättest es richtig schreiben. Du hast das doch so gesagt. Verdammt, Leute, meiner Meinung nach ist es wirklich schlecht. Aber andererseits, was ist, wenn diese Ketten jetzt einfrieren und wir sie ruhig so legen und sie fallen auseinander? Versuchen wir. Der Frost kommt jetzt. Dieses Ding friert Objekte so sehr ein. Ich weiß nicht einmal, wofür es im Leben verwendet wird. Vielleicht, um Knödel dringend einzufrieren. Und wenn ich an Schnee denke, dann denke ich natürlich immer an Urlaub. Leute, habt ihr eigentlich schon Ferien? Schreibt's unten in die Kommentare. Also jetzt kommt ein Beinschlag. 3, 2... Nun gibt es Risse irgendwo, aber es reicht noch nicht, um die Kette wirklich durchzubrechen. Glenn hat mir Müll gegeben. Du hast es dir selbst ausgesucht. Also, jetzt ist der starke Mann dran. Also, dreh, komm. Let's go! Oh, Glenn, die Metallsäge ist draufgefallen. Was? Echt? Was erzählst du mir nur da? Kakerlaken. Also, Glenn, komm schon, ich habe einen Baseballschläger. Ah! Hab keine Angst, das ist doch Protein! Oh, meine Mädels, ihr geile Schnitten, na, wenigstens etwas! Und es stellt sich heraus, dass du 5 Minuten hast, um die Kette mit Hilfe von Kakerlaken irgendwie zu sprengen. Meine Armee, greift an! Auf geht's! Rück vor! Vorwärts, das ist Lego! Also Vlad, dreh dich nicht um, die Kakerlaken krabbeln noch und such dir was Neues aus, also. Also Leute, für die nächsten 5 Minuten werde ich das Objekt mit Hilfe von Kai Genava zerbrechen. Ein Kletterhaken. Das ist das erste Mal, dass ich so ein Wort höre. Ich glaube, du hast eine Chance, wirklich. Hier, schau mal, das ist doch nur ein ganz normaler Anker. Ich habe so ein Ding im Film gesehen, wenn wir sie so auf das Dach werfen. Es klammert da fest und man kann so auf dem Seil überall klettern. Und ich werde jetzt versuchen, die Kette damit durchzubrechen. Im Grunde bin ich bereit. Kakerlaken, seien Sie vorsichtig. Und 1 und 2 und... Komm schon, du schaffst das! Also, was ist, wenn ich eine Kette nach der anderen heraufziehe? Also, einige... Also, die hier. Und 1 und 2 und... ich ziehe wirklich mit aller Kraft. Dieses Objekt wird mir nicht helfen, hier rauszukommen. Nimm diese Kaginare. Echt cooles Ding, wirklich. Starker Mann, deine Zeit ist gekommen. Nun, ich denke, ihr werdet es besser schaffen als ich. Lasst uns mal sehen. Und... Oh, der Charakter. Oh. Wow. Er schafft es ganz gut. Er macht's richtig kaputt, Mann. Schau, es fliegt alles auseinander. Er reißt mal einfach so mehrere Ketten ab. Ganz easy. Also, lass uns das irgendwo nach oben schieben, damit es uns nicht stört. Jetzt haben wir die Betonblöcke erreicht. Ihr freut euch viel zu früh, weil danach wird's viel, viel schwieriger werden. Weiter kommt Beton, ihr habt schlechte Karten. Und was ist unter dem Beton? Und weiter wird's noch schwieriger werden, aber fasst du's erstmal durch den Beton. Easy. Hör zu, Kleiner! Beton und ich sind beste Freunde! Ich kann es kaum erwarten, gegen den Beton zu kämpfen. Und ich drehe das Rad... Und es fällt mir raus, ein verstellbarer Schraubenschlüssel. Ein Schraubenschlüssel ist in der Tat ein sehr großes Ding. Und jetzt werde ich mal sehen, wie du dir Beton mit so einem Schraubenschlüssel kaputt machen willst. Das klappt doch nicht, Mann. Ich nehme meine Worte zurück. Hier. So, lala. Riesiger, schwerer, verstellbarer Schraubenschlüssel aus Metall. Nun, mein lieber Beton, komm her. Mit diesem Block muss ich versuchen, der ist der Schwächste. Ja, du hast doch 3 Minuten. Oh Leute, um ehrlich zu sein, meine Hand ist schon super verstopft und ich kann keine starken Schläge mehr machen. Aber ich kann immer noch meine letzte Minute ausnutzen und versuchen. 10, 8, 7, 2, 1. Komm, und du gibst es mir jetzt wieder zurück. So, und jetzt ist wieder der starke Typ dran. Wir haben fast die Flüssigseife bekommen, aber Maulige würde erwischt. Ein Kreissäger, eine Kreissäge. Es wäre besser, wenn ich dir Seife gegeben hätte. So ein Teil bekommt unser starker Mann hier. Oh. Hier, genau dein Kaliber. Also, ihr habt nur 5 Minuten. Nun mal sehen, das ist das erste Mal, dass ich sowas sehe. Ich habe keine Ahnung, wofür es ist, aber ich hoffe, es ist für Beton. Verdammt, nicht schlecht. Schaut, als hätten sie gerade einen Vielfalt bei uns in den Käfig reingeworfen. Er hat so genommen und die Betonwand mit seinen Krallen zerkratzt.
Glenn. Schau, wie wir die Wand jetzt aufgerissen haben. Ja, echt gut geworden. Als hätte eine Katze eine Tapete gekratzt. Und das war's. Ich dachte, in 5 Minuten seid ihr schon fertig. Wir werden diese Wand in der nächsten Runde fertig haben. Lass uns drehen. Wie auch immer. Ich bin mir sicher, ihr habt schon verloren. Also, Bro, du bist dran. Komm schon, ich kann's kaum erwarten, um uns herauszufinden, was ich dort haben werde. Nunchucks. Warum kein Presslufthammer? Weil das Glücksrad es so gewählt hat. Also, Michelangelo, bist du bereit? Hier, die Nunchucks extra für dich. Also, fang an. Mir scheint, dass ich mit diesen Nunchucks nicht die Mauer leben werde, sondern mich selbst. Hängt alles davon an, wie du dich anstellst. Also, der erste Schlag. Stück für Stück. Ihr habt wahrscheinlich vergessen, dass ihr aus der Kiste noch raus müsst, Leute. Wenn ihr ein Loch macht, muss es ein großes sein. Ich denke, wir können einfach das Rad drehen, bis wir den Presslufthammer bekommen. Nimm es. In der nächsten Runde werfe ich euch ein Stinktier rein. Obwohl, hier ist schon ein Stinktier. Ich werde dich mit dem Finger drauf zeigen. Hey, lustig. Presslufthammer! Na gut, schau, sie ist genau auf dem Presslufthammer hängen geblieben. Hast du einen Cheat benutzt oder so? Wie hat das nur geklappt? Das ist das Glücksrad und das Glück ist auf unserer Seite. Die 1000 Euro gehören sowieso mir. Er hat uns noch keinen Presslufthammer gegeben. Ey, jetzt wird alles schön. Leute, dieses Ding zerstört selbst Asphalt. Wenn es euch nicht hilft, dann weiß ich nicht Bescheid. Entscheid mir, dass er die nicht mal einschalten muss. Er nimmt die einfach und... Endlich ein Presslufthammer, jetzt wird endlich das richtige Feuer geben. Ist es kaputt? So, das war's. Eure 5 Minuten sind um. Bring den Strom zurück. Das war's, neues Werkzeug. Okay, wir spielen nach der Ring. Also komm schon, lass mich jetzt am Glücksrad drehen. Leute, ich will auch wieder einen Presslufthammer. Der zertrümmert die Wände generell ganz gut. Nun ist kein Presslufthammer, aber ein Hammer. Ein Hammer? Das ist doch sehr gut. Nun, interessant. Also, wow, das ist ein Glücksfall. Großer, geh auf die Seite. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dieser oder mit dieser Seite zuschlagen soll. Okay, los geht's. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich denke, es läuft gut. Die Schläge werden schwächer und schwächer. Warte, ist müde. Ich hab Angst vor der Kakerlake bekommen. Und hier könnt ihr meinen Fortschritt sehen. Hier riecht es nicht nach Fortschritt. Hier riecht es nur noch darin, dass Vlad den Hammer umsonst bekommen hat. Also, gib ihn mir zurück. Wie versäumt? Ich hab ganz gut gemacht. Was sagst du? Was? 3 Zentimeter? Tadam! Nein, nicht du. Der Starke ist dran. Presslufthammer, schon wieder? Nein, Leute, nicht schon wieder. Das ist schon eine verbesserte Version des Presslufthammers. Wird es auch eine verbesserte Version des Hammers geben? Es wird eine verbesserte Version von allen geben, aber erstmal eine verbesserte Version des Presslufthammers. Also interessant. Ja, bitte. Also mit sowas können wir sozusagen einfach durch den Boden kriechen und hier rauskommen. Okay, und nach dem Video willst du hier alles reparieren, oder nicht? Du hast es also erfunden. Verdammt. Okay, wir müssen durch die Wand kommen. Lass uns machen. Hör zu, ich bin es schon ziemlich leid, hier zu sitzen. Und ich habe mich entschlossen, hier sofort rauszukommen. Überhaupt keine Frage, Mann. Auf geht's! Jetzt macht ihr schon ein Lob für eine große Person. Leute, gute Nachrichten. Wir haben bereits die neue Ebene erreicht. Eine Schicht mit Metall. Aber das Metall ist doch irgendwie ungewöhnlich. Aber in einer Form Art Schuppen. Also, schlechte Nachrichten. Ihr habt nur noch 1 Minute übrig. Die schlechte Nachricht ist, dass es da Metall gibt. Was sollen wir damit machen? Ihn durchbrechen? Ich dachte, nach Beton wird es einfacher. Aber Beton ist nur Blumen. Also gut, wir werden schauen. Die Zeit ist um. Also, das verwendete Metall hier ist sehr stark. Also, dreht endlich das Rad. Also, nur was soll ich sagen, Leute? Hier hilft wahrscheinlich nur ein Walzwerkzeug oder eine Metallschere, wenn sie wirklich cool sind. Nun, ich bekomme ein Bügeleisen. Ein Bügeleisen? Pech gehabt. Viel Spaß damit, mit dem Teil durchzukommen. Also, Leute, ich denke, das Interessanteste, was einem Bügeleisen passieren kann, ist, wenn es kaputt geht. Und 1 und 2 und... interessant, schaut. Ja, ich werde das Loch im Beton nicht erweitern, ich werde das Metall nicht brechen, aber das Eisen ist gebrochen. Aha. Die Verkabelung rot, blau, nimm es. Oh Mann, schade, eigentlich habe ich meinen Merch damit früher gebügelt. Naja, egal, nächste Runde. Der Große ist jetzt dran. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Und es fällt raus. Ein Walzwerkzeug, das ist eigentlich das Einzige, was uns wirklich helfen kann.
Ein Walzwerkzeug ist mein Lieblingsinstrument, wenn wir in Boxen sitzen, weil es nicht nur mit Metall helfen kann, sondern auch Beton, Ketten, alles, was man sich vorstellen kann. Leute, es kommt durch! Gib uns dringend einen neuen Walzen, dieser ist kaputt! Nur noch 3 Sekunden. 1, 2, 3, 4, bitte sehr. Schaut, Leute, die Schabe ist jetzt abgenutzt, Leute, wow! Dein Lied ist fast am Ende, die Lautsprecher sind lautlos. Er hat's rausgebrochen. Fassungslos, schaut euch das nur an. Es ist nur noch Baum übrig. Also jetzt drehe ich das Glücksrad und mir fällt ein Baumschnittwerkzeug und ich komme raus. Nun was? Tut mir leid. Also, da ist noch eine Holzschicht und dreh mal dran. Los. Also, was hast du vorbereitet? Gasschneider, okay. Ich dreh einfach. Oh. Ein Rambock? Ein Rambock aus Baum? Was ist das? Ein Ding ist das. Das haben früher die Wikinger benutzt, um was zu stürmen und kaputt zu machen. Also hier, bitte sehr. Ich denke, das ist so ein Teil, auf die Schaltfläche abonnieren zu drücken. Nein, Vlad, du irrst dich. Dafür muss man einfach nur auf den Abo-Button drücken. Ganz einfach unten hin. Oder Finger. Denn jeder schaut sich die Videos auf dem Handy. Alles, was sie brauchen, ist nur ein Finger. Schaut, wie groß das Ding ist. Die wiegt mindestens 4 Kilogramm. Ich glaube fest an den Rambock, weil nur Breiten übrig bleiben. Sie sind irgendwo an den Bolzen befestigt. Es scheint mir, dass ich mit Hilfe dieses Ding, diese Mauer, richtig gut durchkommen kann. Mit Hilfe eines Rambocks werden Tore und Burgen kaputt gemacht, als ob ich nicht schaffen werde, ein paar Holzstücke zu brechen. Ich nehme meine Worte zurück, es funktioniert nicht, nimm es weg. Ja. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dreh bitte, viel Glück, komm schon, lass es mit dir sein. Und wir bekommen eine Bohrmaschine. Nein, wir bekommen eine große Axt. Hier, bitte festhalten. Ist es genug, um ein paar Holzstücke durchzuschneiden? Ich glaube schon, Holz und Metall lieben sich. Sehr schlecht, sehr schlecht. Komm schon, wir werden gewinnen! Time out! 5 Minuten sind um! Verdammt, fast nur noch ein bisschen. Hier so ein Loch und so ein Loch brauchen wir, um den Kopf durchzubekommen. So, dass man den ganzen Körper durchbekommt. Aber natürlich nicht in seinem Fall. Ich wäre durchgekommen. Also verdammt, wir waren sehr nah. Bring bitte das Glücksrad her. Dreh das Rad, gib mir eine Bohrmaschine, mein Lieber. Und? Ein Trennschleifer. Was ist das für eine Größe? Bleib ruhig. Glenn, was machst du da? Also, ich dachte, er wird deine Axt bekommen, aber ihr habt den jetzt, den Trennschleifer. Also, 5 Minuten, los geht's. Sicherheitsmaßnahmen und los geht's. So klingt der Sieg. Es sieht, was für eine Schönheit ich in 5 Minuten gemacht habe, gesäugt, gebohrt habe. Ich denke, dass Atomi jetzt einen guten Schlag mit seinem Fuß braucht, um eine Chance für uns herzukommen. Ich höre das in diesem Video schon zum 15. Mal oder so. Nein, nun jetzt, schau, jetzt tritt er mit dem Fuß. Das war so einfach. Wow. Nun, was soll ich sagen, Leute? Da ich dieses Loch bereits sehe, verstehe ich, dass ich ohne Probleme durchkommen werde. Also hat Glenn verloren. Ich bin bereit zu gehen. Und 1, 2 und 3. Für kleine Leute nicht einfach. Und Das war's. Endlich! Also, nach der Regel der Challenge musst du eigentlich nur da rauskommen. Ich bin ausgestiegen. Kann wer überhaupt aussteigen? Oh! Oh, Brüste, 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 vorwärts, vorwärts, Und alle sind durchgekommen, komm, komm, natürlich. Komm. Richtig gut gemacht! Also Leute, ich gratuliere euch. Ihr habt die Challenge erfolgreich gemeistert. Also an allen danke und tschüss. Danke fürs Zusehen. Gebt uns ein Like. Also, 2, 3, 4, 5. 19, gib her! So, für dich. Nun Leute, danke fürs Zuschauen. Yes, du alle! Wohlverdient. Nun Leute, ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Ich war bei euch, mein Name ist Vlad für Glenn. Der stärkste Mann der Welt. Auf Wiedersehen. Glenn, gib die Kopf. Glenn, Blatt Papierchen. Glenn, gib die Kopf.
auf gelehnt, Sattpapierchen. Ich sitze in meinem Labor und nicht in deiner Kirche.